Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warsana. Heute unterwegs mit den Russen. Denn ich habe den Battle Pass jetzt ein bisschen weitergespielt und jetzt haben wir endlich den T10A. Der wurde uns diesmal nicht von Gaijin gestellt, zumindest habe ich es verplant, keine Ahnung. Und deshalb machen wir es jetzt ein bisschen später. Der T10A ist ein, ja, Panzer, den viele aus World of Tanks bereits kennen. Es ist eigentlich exakt eine Weiterentwicklung, eine schnelle Weiterentwicklung vom IS-4, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier auch im Spiel ist. Das werden wir erst rausfinden müssen, denn er hat 1 km/h weniger drauf. Eigentlich sollte er schneller sein. Aber gut, wir haben dieselbe Kanone und weniger Panzerung, aber was das Schöne ist, er passt sehr schön in dieses 7-7-Setup, was ja ein bisschen mau war, außer dem IS-4, der ein verrückt geiler Panzer ist. Hat man da nicht sonderlich viel Support. Dementsprechend nehmen wir den jetzt hier mit und verstärken somit unser Lineup. Allerdings hat er 2 kleine Macken in der Panzerung. Wir können uns das ja hier mal angucken, wenn wir hier in die Schutzanalyse gehen. Der hat relativ gute Panzerung. Die Panzerung ist nicht so stark wie beim IS-4. Beim IS-4 wird viel mehr bouncen. Aber mit der gleichen Kanone kommen wir hier eigentlich fast nirgendwo durch. Außer an 2 Stellen. Und zwar einmal direkt hier vorne. Beim Schützen, wenn die Granate dort abprallt, geht sie in die Kanone und tötet die Crew, was sehr geil ist. Und vorne die Nase. Das hat Evil gefunden. Genau exakt die Nase, eigentlich der Punkt, wo die meiste Panzerung zusammenkommt. Ja, da fliegt die Granate durch. Sollte eigentlich nicht sein, aber dem ist so. Gut, dann würde ich sagen, springen wir mal ins Gefecht. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon. Ihr müsst es mir mal kurz glauben, auch wenn es gerade ein bisschen dunkel ist. Die Sonne steht tief. Zusammen mit Freige und Evil sind wir hier unterwegs im T10A. Hallilöchen. Hallo. So, der ist nicht ganz so gut gepanzert wie der IS-4. Auch nicht, also der ist ein bisschen schneller in der Anfahrt, aber Endgeschwindigkeit ist er ähnlich. Deswegen ist es eigentlich ein ganz guter Ersatz zum IS-4, wenn auch ein bisschen leichter zu knacken. Was hattet ihr von Ja, dem? aber er hat den Vorteil, er hat einen Stabi. Das macht ihn in Stadtkämpfen doch einiges gefährlicher als die IS-4. Genau. Also, Teil stabilisiert. Erster Gang, zweiter Gang. Ich weiß, ich fühle den aber irgendwie so ein bisschen als so ein zweiten Reihe Heavy. So dumm es sich anhört, aber erste Reihe ist mit dem immer so eine Sache, da geht man recht schnell drauf. Das stimmt Und ich finde, allerdings. der Turm sieht irgendwie aus wie so ein Turm vom KV-3 platt gedrückt. Übel, ich sehe erstmal rechts nichts. Bin links von euch. Ontos ist down. Rechts da steht noch einer. Pusht der? Den noch nichts. Nee, irgendwas smoke. Nein, ich hab nicht gesmoked. Das ist der rechts. Ich hab nachgeladen. Das ist ein Crusader, der fährt gerade links neben mir durch. Au, ich hab ihn gefunden. Hi. Steige. Ja, der Arme. Ah. Er hat Evil nicht gesehen, vor lauter Smoke ist gegen Evil gefahren. Der hat gesmoked, ich fahr weiter, aber oh, auch rechts von dir. Rechts von mir, wieder Ontos, der kommt gerade rum. Hat er echt noch einen zweiten Schuss was gekriegt? Mist. Ja. Ich fahr durch den Smoke, es rums und auf einmal steht ein Crusader vor. So, weiter sollten wir nicht vorfahren. Oh, ich wurde von rechts beschossen. Da. Kanone ist raus, Schütze ist raus. Bring mich mal hinter dich in Sicherheit und dann gehe ich mal reparieren. Lass mal noch ein bisschen zurück, nicht dass wir flankieren. Ja, rechts, 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 rechts. Fahr weiter zurück, fahr weiter zurück, fahr weiter zurück. Okay, ich gebe dir jetzt Rückendeckung. Muss reparieren, 30 Sekunden, hilfst du mir? Ich guck mal hinten. Okay. Muss mir sagen, wenn was von vorne kommt. Okay. Hinter euch habe ich. Kommt was von vorne? Okay. Es kommt ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab nachgeladen. Deine Kanone ist im Weg, deine Kanone ist im Weg, deine Kanone ist im Weg. Ja, sorry, mein Richtschütze ist tot. Haben. Danke. Kannst du mir kurz helfen? Ja. Komm nochmal raus. Kriegst du wieder eine. Hab gleich nachgeladen. Wenn er rauskommt, kriechen. Nice one. Ich halte ihn einfach nur zurück. Er hat nämlich Angst, gegen mich zu pushen. Und T10A holt ihn. Hat er natürlich meine Kanone kaputt gemacht. Ja, ich komme zum Reparieren. Hier steht ein Haufen Rossenmüll, ja, der repariert werden muss. Wir nach B kommen. B fällt gerade. Kannst du lieber helfen? Ja, gerade dabei. Aua.
Eine Kette war gerade repariert, da kommt ein Artischlag und sie ist wieder kaputt. Mhm, mir wurde vom Artischlag gerade meine Kanone kaputt gemacht. Na geil. Guck, er kann Mut ja direkt wieder helfen. Oder ich mach's. M46 hinter uns irgendwo. Na, hurra! Ich dreh auch mal. Muss mir noch neu. Feige? Ja. Ja, Ive. Hallo? Soweit so gut. Hinter euch ist nix. Okay, gut zu wissen. Achso, Evil hat da. Ich wollte gerade fragen, was Evil von mir will, aber. Da ist was. Auf. Ja, ich habe einen M46 vor mir. Bin unterwegs. Hab ihn. Aber nebendran im Ding steht noch einer, hier irgendwo in die Richtung. Kann es sein, dass du einen kürzeren Reload als der ES4 hat oder ist es einfach nur. Fühlt sich wahrscheinlich so an, ich weiß es nicht. Ich habe die Zahl nicht im Kopf. Hinter mir war was. Ich fühle mich hier irgendwie etwas unwohl. Angegriffen, überrollt. Alles? Oh, da kommt was. Hi Flieger. Den habe ich leider nicht mehr gekriegt. Ah, ärgerlich. Dahinter jetzt? Na, ich kann nicht helfen, die Gegner am Flieger oben. Ne, geht darum, dass er euch nicht flankiert. Ne. Jetzt hier hinter. Hab's Antenne baumeln sehen. Ich hab die Figur aber auch raus. Also er ist tot, ich aber auch. Happen. Schön gemacht. Ich fahr direkt mal nach B und versuche zu unterstützen. Kommt der nächste. Oh, direkt vor mir. Und ich bin noch im Reload. Ah, er ist gebounced. T32. Oh ne, ist ein M46. Ah, ich hätte ihn auf die Kanone schießen sollen. Er hat verfehlt, weil ich vorgefahren bin. Na, wer lädt nach? Wer lädt nach? Wer lädt nach? Gegen was kämpfst du? M46, er. Okay. Stimmt, er stellt schneller nach wie du. Aber er macht irgendwie Fehler. Er hat meine Kanone nicht getroffen. Das ist ungünstig. Wenn man vor- und zurückfährt, geht das. So. Ich bin gleich auf Bimo drauf. Okay. Wir halten soweit A noch. Oh, was war das? Ein FV ist neben dir gestorben. Ah! Batchhead von hinten. Süden? Ja, zwischen den beiden Spawns. Ah, auf Straße. Den habe ich nicht gesehen, der kam gerade vor, als ich rumgefahren bin. Egal. Immer noch einen. Evil, der kommt jetzt rechts von dir hoch, die Straße entlang. Links von dir, sorry. Der V, ihre Zeit ist zu Ende. Der müsste jetzt hier hochkommen, Evil. Ja, Evil ist gerade schon wieder disconnected, leider. Wir haben gerade schon Probleme. Okay. Ungünstig, dann halte ich A. Ja, ich hab B schon mal decapped und werde mich gleich da in die Richtung begeben können, den mehr mit dem Punkt zu machen. Dann wurde aber gerade mein Ladeschütze gezogen. Aber Evil kann vielleicht noch was für mich tun, indem er einfach da ist. Mhm. Ich habe eine Foch noch vor mir und ich muss noch ewig nachladen. Das finde ich jetzt etwas ungünstig. Ich kann dir nicht helfen, weil ich auf der anderen Seite der Karte bin. Mhm. 21 Sekunden noch. Na. Aber die Foch ist tot. Okay. Wenn Evil stirbt, weiß ich, sie kommen von rechts. Gut zu wissen. Oh Gott, hier ist ja gar nichts mehr da, kein einziges Haus mehr. Nee, da hinten kamen vielleicht fast viele Bomben und Raketen runter. Aha. Ich erkläre mich auch überhaupt nicht schuldig daran, dass ich das Ziel der Bomben war. Das ist so. Gar nicht. Okay, wir wissen jetzt irgendwo eine Batchhead. Ich sehe sie leider noch nicht. Komm, Flugzeug rein. Wenn ich jetzt drauf schieße, kann ich aber auch gleichzeitig sagen, hey, hier bin ich. Dann bleiben wir hier mal stehen. Und solange Evil da drüben noch steht, ist alles gut.
Ja, ich habe jede Menge Feindkontakt hier auf jeden Fall in der... Wie viel wird beschossen? ...mit der Karte. Ja, rockt es da drüben, oder? Ja. Ich versuche hier mal ein bisschen zu helfen, dass wir der Entlastung schaffen. Ibe lebt sogar noch. Großartig. Hat die Badger jetzt so lange auf Ibe geschossen, dass du ihn töten konntest? Er hat einmal geschossen, wusste ich, dass er so rumkommt. Hm. Und der T10 hat halt überlebt, ne? Irre. Namix 50 hat sich gerade übrigens gedacht, hey, lass mal frontal in die IS-4 angehen. Okay. Sicher eine gute Idee. Es gebounced. Naja, mich nicht. So, ich habe A noch unter Kontrolle. Mal sehen, wie lange. Naja, ich bewege mich schon irgendwie so ein bisschen in die Richtung, dich unterstützen zu können. Das Einzige, was ich nicht sehe, ist alles, was hier rüberkommt. Habe ich keine Ahnung, was da rüberkommt. Na, ich bin gleich in den Bereichen, kann vielleicht ein bisschen helfen. Evil ist mit Disconnect echt nützlich, das ist großartig. Ja, yeah, Evil ist MVP hier gerade. Aber ich mag die Teilstabilisierung bei dem. Ich mag die wirklich. Ist gar nicht schlecht. Der Turm dreht sich ein bisschen langsam, aber das ist okay. Schneller als beim IS-4 gefühlt. Wir sind im Bereich links von dir unterwegs. Okay. Ich sehe hier aber nichts. Gucken wir doch mal. Hören tue ich noch nicht. Ah doch, ich hab was gefunden. Nennt sich ein Todesstern, ist direkt hier vor mir. Und irgendwas schießt mir ins Turmheck, ist aber abgeprallt. Ja, da ist er ja. Ah, was war das? Ein Huckel. Huckel sind nicht gut. Huckel sind nicht gut. Guckt er zu dir? Nein, er guckt zu irgendwem anders. Also nicht zu dir, nicht zu mir. Aber er guckt in deine Richtung, grob. Er haut ab. Er kann den Turm nicht nach hinten richten, das ist sein Problem. Ah. Da ist er raus. Der Turm von dem Ding ist halt riesig, da kann ich einfach überall durchschießen. Ja, ich hätte ihn gerne gekriegt, aber genau in dem Augenblick kam der Huckel. Und das ist das Problem, was ich mit Russen habe. Sobald ein Huckel kommt, ist... Ja. Haben wir eine Mondfähre. Liegt halt nicht daran, dass das Ding keine gute Stabi hat, sondern einfach keine Gun Depression. Aha. Stabi kriegt die Kanone dann halt auch nicht weit genug runter, um den Huckel auszugleichen. 5 Grad ist halt echt wenig. So, Evil ist übrigens tot, das heißt, da rechts von uns ist einer. Ich weiß nicht, ob er gestorben ist. Ja, doch, Evil wurde von Alex 50 getötet. Ja, und links von uns ist auch noch einer. Da hinten. Ich push. Komm, gib Gummi, mein Dicker, da. Komm, noch einer. Na, hast du verschossen? Ja, das ist ein kleines Auto. Achso. Aber da war noch was, ein Panzer. Naja, ich hab ihn gefunden. Das ist ein FV4202, das ist links. Steht hier auf der Hauptstraße. Ja, ich versuch zu flankieren. Komm, FV, fahr nochmal einen Millimeter weiter vor, dass ich dich irgendwie in die Wanne treffen kann. Ja, komm. Du willst ihn pieken. Das Auto nerven. Du willst es doch auch. Moment, ich muss mal kurz was entfernen hier. Zwei Autos. Okay, interessant. Ja, er hat sich zu so gesmoked. Aber irgendwie, Evil wurde von der Amix 50 getötet, aber irgendwie will der nicht Adi treffen. Und hinter dir kommt ein Auto durch. Ja, ja, sind zwei Autos. Bin ich gerade eben abgeprallt an dem... Boah. Ich hab durchgeschossen, keinen Schaden gemacht. Ich bin eben an einem Briten abgeprallt, am Heck. So, jetzt da. Ja, abgeprallt, BTF. Aber ist raus. Ja, Forza wird tot. Genau. Dann holen wir uns mal den Amix, weil... Naja, aber ich weiß nicht, ob der wirklich da lebt oder ob sein Ivo einfach rausgekickt hat und irgendeiner einen Kill bekommen hat dafür. Das kann natürlich sein. Weil ich meine, sonst hätte er doch schon längst Adi gekappt. Oder wäre hier unten zur Hilfe gekommen. Oder sonst irgendwas. Also für sowas hier, ne? Brawlen, flankieren, ist der perfekt. Da gefällt er mir weit besser als jeder T54. Oh, was war das? Oh, nee, er steht direkt links neben mir. Hi! Na, mein Lieber, wie geht's dir?
Oh, ich wollte auch was abhaben. Der ist gebounced. Der erste Schuss in der Kette hängen geblieben und der zweite hat... Der ist gebounced. Naja, ich lasse mich nicht gerne beschießen. So, soviel erstmal zum T10. Also der gefällt mir, ist ein richtig schöner Brawler, ist halt ein echter Russe. Allerdings mit weit weniger Panzerung als ein IS-4. Ein IS-4 hätte da bei weitem mehr ausgehalten. Aber gefällt mir sehr, sehr gut und passt sich wunderbar dem Lineup an. Und ich muss endlich nicht mehr diese doofen T54s fahren. Angenehm. Gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ich hoffe, mit einem Online-Evil. Und danke, Freige, fürs Mitfahren. Macht's gut. Bis bald, Almu. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ah, da ist er wieder. Feel the breeze. Look at the sky. Sun's heating my cold skin. Take a breath. See you.